Meine Kakteen freuen sich sehr riesig. Sie stehen voll in der Sonne. So, unsere Überraschung ist da. Und zwar reinster Sonnenschein mit 27, sogar fast 28 Grad. Und das Beste von Unwetter ist nicht zu sehen. Da hinten ist strahlend blauer Himmel. Könnt euch das mal vorstellen? Das ist richtig cool. Wir hatten ein großes Schwein gehabt. In den Nachrichten haben sie gebracht, die Unwetter führten erst in Süden statt. Das ist Bayern, da lebe ich ja nicht, zum Glück nicht. Ich lebe ja in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten großes Glück gehabt. Die Sonne ist auch wieder am Strahlen. Dann mache ich mal ein Erinnerungsfoto. Die lacht so schön. Die Kinder sind schon im Spiel. Und wie es aussieht, hatten wir richtig großes Glück gehabt. Nur weil ein Kumpel Geburtstag hat von mir, wie gesagt. Und es waren die ganze Zeit doch Schleierwolken gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass die Schleierwolken so täuschen können. Deswegen werden die auch Täuschungswolken genannt. Und hier ist doch mal die Sonne. Wie die schön funkelt und strahlt. Da hinten das Rapsfeld ist auch schon am Leuchten wieder in Gelb. Ich wünsche euch alle noch. Und der Baum kriegt immer mehr Blätter. Das ist auch gut. Die Wolken fangen. Oh, ja, da sieht man ja, dass sich was bilden sollte. Das sollte sich was bilden. Aber es ist Gott sei Dank wieder aufgelöst. Dank an das Geburtstagskind, dass das schöne Wetter geblieben ist, mit der 27 Grad dabei und die Sonne. Großen Lob an das Geburtstagskind und wünsche euch alle noch einen schönen Abend noch und einen schönen Filmeabend. Denn Samstag ist ja wie gesagt immer Filmeabend. Hier sind immer meine Kakteen, die stehen voll. Jetzt habe ich hier noch Schatten gestellt. Die freuen sich riesig, dass die Sonne wieder rausgekommen ist. Und dann wünsche ich euch dann alle noch einen schönen sonnigen Tag. Bis dann, Freunde.